Und hallo zur zweiten Folge. Einfach mal so, weil ich es gerade zufällig gesehen habe, dass wir bei 15 Minuten waren. Hexe. Steck doch nicht gleich den Kopf in Sand. Oh, das sieht natürlich auch cool aus. Das sieht aus, wie als wenn du gerade Yoga-Übung machen würdest. Ach, schön. Ach ja, wie gesagt, ich mag DayZ. So, ich habe jetzt mal wieder auf Ego-Sicht gewechselt. Oh mein Gott. Einfach, um es im Wald jetzt ein bisschen epischer zu machen. Und ich muss sagen, im Wald kommt das echt viel cooler. Ja, das stimmt. Das sieht voll wie so ein Actionfilm, so ein Fluchtfilm aus. Wie ist dieser Film, dieser da, weißt du? Auf der Flucht? Nee, dieser Film, der nur mit so einem, also der halt so aus der Sicht ist, also dass der halt wie mit einem Camcorder nur gefilmt wurde. Blair Witch Project? Das ist also irgendwie, ich glaube mit C, ich bin mir auch nicht sicher. Da ist so eine Feier am Anfang, also die nehmen halt eigentlich ihre Feier auf, aber dann, also ich glaube, ist wie fast alles in New York, Manhattan ist ja klar, ne? Immer. Ne, warum auch nicht? So. Und dann greift irgendwie so ein komisches Alien an, so ein riesiges Ding, das sieht man aber, ach wenn das so. Ganz kurz, irgendwas mit Field, glaube ich. Ja, ich weiß, was du meinst, aber wie der heißt, ich keine Ahnung. Wenn ich es hören würde, könnte ich vielleicht sagen, vielleicht. Dosa Field oder so, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß, welche Nummer, der war, weiß ich nicht, das ist der schon auch schon ein bisschen älter mittlerweile, wa? Der ist schon älter, ja. Aber der ist ja auch so ganz wackelig gefilmt. Also ich finde sowas an sich ja schon mal immer ganz cool. Ja, nur wenn man das sich dann irgendwie halt 2 Stunden oder so anguckt, dann will man auch nicht mehr. Ja, das stimmt natürlich. Vor allem, wenn es so richtig ganz schlimm wackelig ist. Ja. Da war gerade eine einzelne Fliege. Ja, die machen mir manchmal auch schon so ein bisschen Hoffnung und Angst. So ein bisschen Hoffnung und Angst, natürlich. So, jetzt gehe ich aber mal wieder in den Rückansicht. Ach ja, was mir beim Rendern aufgefallen ist, weil wir die ganze Zeit ja immer nur durch die Gegend gelaufen sind und sich dadurch das ganze Bild ständig ändert, sind die Folgen total groß geworden von der Größe her. Mhm. Ja, die waren auf jeden Fall alle über 1 GB groß. Boah, wenn das hier so ein Feld wäre, was direkt neben der Stadt ist, das wäre echt... Ja, da würde ich hier warten. Also so, wenn das so neben Tscherno wäre, dann würde ich als Scharfschütze hier warten. Wenn ich so ein ganz krummer Finger wäre. Ich glaube, wir gehen irgendwie so ein bisschen. Ja, ich weiß gerade auch. Guck mal, da hinten ist doch die Burg. Wo? Rechts. Echt? Oder? Ist er das? Da im Horizont. Ich sehe Bäume. Ich weiß nicht. Hab ich Ferngläser? Nee. Warum konnte der Typ nicht in seinem Zelt Ferngläser haben? Ja. Also ich glaube, wir sollten so in diese Richtung gehen. Da unten ist ein Scharfschützenstand neben einem Feld. Also entweder sind wir... Ja, nee, das müsste oben links sein. Da hinten auf dem Berg. So geradeaus, die Richtung müsste stimmen. Circa. Halt, nee, da hinten ist die Bergspitze, glaube ich. Ja, ich glaube, also irgendwo diese Richtung. Ja, gut. Müsste sein. Da unten sind Zombies, sollen wir die killen? Hier, mach mal deinen Sniper-Ding in der. Da sind Zombies? Okay. Ja, da unten ist ein Zombie. Ach, ja, ich bin mittlerweile auf Töten, ich habe Waffen. Ich will töten! Ich will töten! Den Bauern, Tölpel da. Silence! Ja? Kill him! Kill him! Ich weiß nicht, wie weit er weg ist und weiß nicht, wie man die zeroed und so. Okay, den triffst selbst du. Willst du ihn erledigen? Jo. Alles klar, aber da war doch noch einer, ne? Was habe ich hier eigentlich? Burst? Full. Oh, es regnet. Wir müssen, lass uns mal in den Wald gehen. Lass uns doch mal zusammen in den Wald gehen. War mal ehrlich, warum war hier ein Zombie? Ach, da ist Nöte. Ja, da ist Nöte und da hinten ist ja dieser Jagdstand. Warte auf mich. Ja, ich gehe erstmal gerade zu der Hütte. Oh, guck mal, da kann man sogar rein. Ich werd bekloppt. Geil, da können wir uns jetzt hinstellen und die ganze Zeit mit unseren Kanonen auf den Ausgang zielen, bis einer reinkommt. Wo ist mein. Ach, da ist meine Maus. Hier gibt's sogar Chemlights Blue.
Geil. Und Soda Can Co. Die nehme ich sofort. Die nehme ich sofort mit. Die trinke ich mal sofort. Einfach, weil ich es kann. Einfach, weil er es kann. Ja. Warte mal, wie mache ich denn? So, Essen brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Haben wir jetzt ordentlich. So ein Stück Fleisch macht einen doch auch komplett satt, ne? So ein Stück Fleisch, ja, und das gibt einem Blut wieder. Aber das muss erst gebraten sein, ne? Ja, ist mir schon klar, haben wir ja gemacht von euch. Nee, das haben wir, das hast du doch gerade erst rausgeschnitten. Ja, aber wir haben doch schon mal eins geschlachtet. Ach so. Ja gut, wirf hier schön deine Lichterchen. Ja, ich habe mich gefreut, dass ich die aufheben kann. Weiß ich, es wäre jetzt so ganz mies, wenn dich jetzt einer erledigen würde, wie du vor dieser Tür stehst. Das ist ein Krabbelzombie. Friss Kemmler als Zombie. Friss. Ich bin heute total... Alter, wie viele habe ich denn? Ach, geht doch, jetzt ist vorbei. Wolltest du ihn erschießen? Hatte ich nicht vor. Auch Zombies haben ein Recht auf Leben. Ja, sicher. Dann hätte der aufhören müssen, so rumzugurren. Scheiße, jetzt kommt er, ne? Siehst du, und sowas vermisse ich, dass ich von dem Zombie weglaufen kann, ihn aber immer noch von hinten angucken kann. Das fehlt mir in Warzone. Das tut mir leid, aber das fehlt mir einfach. Das geht gar nicht, das fehlt. Das geht so gar nicht? Das geht so gar nicht. Ach, wo wir gerade hier sind, gehe ich mal eben auf den Jagdstand, wa? Oh ja. Also, schaden kann's ja nicht. Nee. Alter! Der war aber gut getan. Und vor allem, der macht echt Geräusche wie ein Mensch. Deine Schüsse nervösieren mich. Scheiße! Ich blute! Hast du mich getroffen? Nein. Oder? Nee. Alter, ich blute, ich brauche eine Bandage. Dann bandagier dich. Der will sich aber nicht bandagieren. Ich brauche auf jeden Fall... Die Bandage ist weg. Nee, doch nicht. Hä? Auf jeden Fall lass uns mal Fleisch braten. Ich brauche... Soll ich dich bandagieren? Nee, geht schon. Gut, dann kill ich mal diesen Krabbeln-Zombie da. Wo kommen jetzt diese ganzen Zombies weg? Willst du mich verarschen? Dann sollte ich vielleicht doch nicht mit der DMR schießen. Meinst du, soll ich schießen damit? Ich probiere mal meine Pistole aus. Ja. Stirbst du? Mann. Du brauchst voll viele Schuss hier. Was hast du für eine? M9. Ah. So, pass auf, jetzt lass uns im Wald mal eben ein bisschen Fleisch braten. Ich habe ein bisschen... Oh, da vorne ist ein Tier. Ich habe nämlich ein bisschen Blut verloren und würde nämlich ganz gerne ein bisschen... Da ist ein Schaf. Soll ich das Schaf killen? Ja, kill das Schaf. Wo ist das Schaf? Fuck. Ich komme mit dem Schießen noch nicht so ganz klar. Jetzt habe ich's. Wie bist denn du? Ich bin auf dem Stand. Ah. War was oben drauf? Ich gucke jetzt. Ich habe erst das Schaf gesehen. Nö. Nichts Gutes. Leere Dosen, ein bisschen Schrotflintenmuni und Granatwerfermunition. Ja, dann komm mal eben runter. Die Zombies kommen nämlich alle so langsam in diese Richtung. Wollen wir wegrennen? Und ja, ich möchte jetzt auf jeden Fall so langsam Fleisch braten. Weil ich habe nämlich ein bisschen Blut verloren und ich würde nämlich ganz gerne 3-4 Stücke Fleisch essen, damit ich wieder voll Blut habe. Wo bist du denn? Hier. Da. Wollen wir noch zum Schaf rennen, das so ausbeuten? Ja. Das ist da, wo die Zombies sind. Na, ach, toll. Da ist noch ein Schaf, guck mal. Ich weiß nicht genau wo, ich muss mal die Marker auf in der Hand nehmen. Also ich folge dir, ich weiß nicht, wo das Schaf war. Ich auch nicht. Ja, das ist gut, das läuft schon wieder super. Ja, hier ist es doch. Machst du den? Soll ich den? Der ist verdammt Flix. Du hast mich Ich hab dich nicht getroffen. Ich blute aber. Ja, weil der Zombie dich kaut und ich kann nicht auf den schießen, weil der hinter dir ist. Jetzt sterben wir auf offenem Feld an Zombies. Ja,
Ja, wirklich. Muss wegrennen. Muss ich bandagieren. Ich bin auf jeden Fall für Fleischbraten. So. Wo ist das Schaf? Da ist das Schaf. Aber du hast kein Messer. Ich hab kein Messer. Nee, aber hier ist das Schaf. Ich komm gleich wieder. Oh, ich studiere meine Buddy. His name was unknown. It appears he died from an unknown cause. Huh? Wie, du kommst gleich wieder. Ich bin auch da jetzt. Wo ist denn das Ding? Hier, wo ich bin, hier. Wo bist denn du? Ach, da. Hier, dann mach du mal das Schaf, dann mach ich schon mal Holz und Feuer. Ja. Dass wir hier auch schnell wegkommen. Ja, ich hab auch gerade schon gedacht... Scheiße. Warst du das? Ja. Mann, ey. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Du machst mich wahnsinnig. Ja, ich mich auch. Ich lauf mal ein bisschen weiter in den Wald rein, ne? Das war ein bisschen. So ein Schaf hat mehr Fleisch als ein scheiß Wildschwein? Okay. Ja, das hat 5. Ich gehe mal ein bisschen weiter in den Wald rein, dass wir nicht so nah an den Zombies sind, ne? Ja. Ich, muss ein Fleisch drin lassen, mehr Platz habe ich nicht. So, Harvest Wood. Ja, ist ja nicht schlimm, aber dann würde ich sagen, fressen wir uns gleich erstmal voll. Ja, jetzt habe ich 7. Ne, wie viel passt in den Rucksack? Mehr. 8, glaube ich sogar. Ja, in den Rucksack passen 8. Ja, dann habe ich 9 Fleisch. Also, ich habe einen Feuerplatz gemacht. Ja, ich komme auch. Rearm at Fireplace. So, ich mach mal an, wa? Ja. So, das schöne Lagerfeuer schon brennt. Jetzt können uns die Feinde auch schon aus richtig weiter Entfernung sehen. Das ist doch super. Das ist ein Traum, oder? So, cooked meat, nein. Doch. Wie mache ich denn das? Ich glaube hier, open bag. Da war doch cooked meat. Muss ich mich näher dran stellen? Ich habe Angst, mich daran zu verbrennen. Du hältst aber schon deine Faust ins Feuer. Dann müsstest du doch cooked meat vor einfach stehen, ne? Oder wie? Ja, das glaube ich bei dem Feuer irgendwie mach Fleisch. Scheiße, ja. Das darf ich aber nicht im Rucksack haben, deshalb. Ach so. Also ich esse mal das eine hier. Einfach mal so ins Knie beißen. Das kann jetzt alles ein bisschen dauern noch. Lalala. Dann tue ich mal die DMA. So. Give Painkillers, ich könnte dir Painkillers geben, warum das denn? Ach. Schmerzmittel gehen immer. Soll ich mal, wie viel Fleisch war noch in dem alten Schaf? 1? 1, ja. Na, dann hole ich das mal eben, du brauchst eh noch ein bisschen, ne? Ja. So, guck Meat, jetzt hab ich's. Genau. Ach, ich trink mal was. Hier ist ein Zaun. Warum ist denn hier ein Zaun? Warum ist denn da ein Zaun? Warum liegt hier eigentlich Stroh rum? Mach mal so eine Maske auf. Ach, lass mal. Ja, so ist das nachts bei uns. Beim Silence von mir. Man muss bedenken, es ist doch erst 9:45. Ach, verdammt, mir fällt gerade ein, ich kann das Fleisch ja wahrscheinlich gar nicht holen. Doch, kannst du. Ja, nee, ich habe ja kein Messer. Nein, es ist ja schon, ich habe das ja schon alles rausgemessert. So, jetzt verschwindet das Ding auch toll und jetzt kommt von überall Zombies. Alter, du machst mir auch... Tut mir leid, aber der lief auf mich zu, was soll ich machen? Vielleicht sagen, dass du jetzt schießt. Ich schieße nicht. Toll. Ich habe schon wieder einen Zombie gehört. Ach ja. Ah nee, der hat aber die Triggerung verloren, den lasse ich dann einfach mal leben. 19 Schuss habe ich noch im Magazin. Ja, so schnell leert sie. Wo bist du? Hier. Was versteckst du dich? Keine Ahnung. Jonas was killed. Oh nein. So, hast du für mich jetzt auch mal irgendwie gekochtes Fleisch oder? Für dich? Wieso steht da Raw Meat? Ah, okay.
zu früh Inventar geöffnet. So, was ist jetzt hier? Ich hab Hunger. Hunger, gib mir Fleisch. Ja, warte. Soll ich's? Ich brate es erst, ne? Ja, genau. Brate mal, dann pack's in den Rucksack. Dann hol ich's mir aus deinem Rucksack. Ja, da ist auch schon eins drin. Cooked Meat. Okay. Da ist auch noch eins rohes, ne? Ein rohes. Ich hab nur das Gebratene genommen. So, ich esse das mal. Ha, gleich viel mehr Farben. So. Also dieses Fleischbraten, das bringt's einfach total. Ich schmeiß hier nochmal zwei auf den Boden. Also wie gesagt, ein Rucksack ist mir lieber, dann ist es nicht gleich verschwunden. Gut, dann mach ich halt ein Open Bag. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz habe ich noch im Rucksack. Da steht oben, da steht so und so viel von 8. Ach. Dann tun wir mal die alle da rein. Hast du alles schon gekocht jetzt? Eins noch nicht. So, ich würde dich aber bitten, so eins noch drin zu lassen oder zwei. Ja, also ich habe zwei Stück nehme ich. Dann hast du noch zwei hier drin. Ja, eins brate ich ja jetzt noch. Ja. Weil das Gute ist halt wirklich mit diesem gekochten Fleisch, das bringt einem 800 Blut zurück pro Stück. Und das ist einfach voll der Bringer, wenn man verletzt ist. Da braucht man keine Bluttransfusion, nix. Das kann man sich selbst geben, wenn man es kann. ich konnte eben gerade das Feuer ausmachen, jetzt aber nicht mehr. Da, jetzt. Boah. Oh, da ist wohl eine Schießerei. Halt. Ah, leck mich doch. wo müssen wir denn lang? Hier, oder? Diese Richtung? Weiß ich nicht. Sollen wir das, kann man das irgendwie verstecken jetzt, das Feuer? Keine Ahnung, so ein paar Steine fehlt ja auch keiner. Ja, eigentlich nicht, oder? Das sieht doch keiner, wa? Kann man aber auch nicht verstecken. Ja gut, egal. Wir ziehen weiter in Folge 3 der neuen Session. Folge 3! Folge 3! Yeah!